Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch recht herzlich. Ja, meine heutige Überschrift ist ein bisschen provokativ. Der Alkohol rettete mein Leben. Es werden natürlich viele sagen, wie der Alkohol rettete dein Leben. Hast du jetzt Alkohol getrunken oder bist du süchtig? Nein, ich bin nicht alkoholsüchtig, sondern ich möchte euch heute etwas aus meinem Leben erzählen, wo in diesem Fall der Alkohol mein Leben rettete. Und zwar sollte ich abgetrieben werden. Mein Erzeuger, Vater kann ich dazu nicht sagen, weil um Vater sagen zu können, braucht man einfach eine gewisse Beziehung zwischen Vater, Tochter und auch das Gefühl, das Vater zu spüren. Ja, wie Väter sind, bis jetzt kenne ich nur einen Stiefvater, der gewalttätig war. Deswegen habe ich mit dem Wort Vater ein Problem und deswegen sage ich auch Erzeuger. Aber mein Erzeuger war Alkoholiker und hat halt jahrelang getrunken. Und meine Mutter wollte, dass er sich um meine beiden älteren, Geschwister sich kümmert, damit meine Mutter mich quasi abtreiben kann. Also sie hatte noch einen Termin gehabt und es war der letzte Termin gewesen. Danach wäre eine Abtreibung nicht mehr möglich gewesen. Und zu dem Zeitpunkt wusste meine Mutter auch nicht, dass ich behindert zur Welt kommen würde mit den Augen. Ja, und dass ich eine Frühgeburt halt bin in 6 Monaten. Und ja, meine Mutter wollte mich dann halt abtreiben. Und also wie sie immer so schön sagt, ich war, oder wie sie so schrecklich sagt, schön ist das ja nicht, ich war ein Unfall gewesen. Ja? Also ich war nicht geplant, ich war ein Unfall gewesen. Und meine Mutter wollte mich dann halt abtreiben. Und mein Erzeuger sollte dann halt eben sich um die Kinder kümmern. Und war aber dann wieder in der Kneipe gewesen, stockbetrunken. Und hat wieder einen Alkohol nach dem anderen getrunken. Keine Ahnung, was er da alles getrunken hat. So dass meine Mutter halt eben sich den Termin absagen musste und sich dann halt eben um meine beiden Geschwister gekümmert hat. Und heute sage ich mir, wäre mein Erzeuger nicht, also ich habe immer versucht, etwas Gutes darin zu finden, ja. Wäre mein Erzeuger nicht Alkoholiker gewesen, würde ich heute hier nicht sitzen. Weil dann hätte er sich quasi um meine beiden älteren Geschwister kümmern können und ich wäre heute nicht hier. Ja, das einfach nur so als kleine Lebensgeschichte, bevor ich auf diese Welt gekommen bin. Ich bin dann halt eben in 6 Monaten geboren. Also zu früh auf die Welt gekommen. Meine Mutter hat dann ganz viel Blut verloren. Und brauchte Bluttransfusionen und sowas. Und ich habe halt eben dann 3 Monate lang im Brutkasten gelegen und ums Überleben zu kämpfen halt eben. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch jetzt im Beispiel, jetzt mit der Klinik zum Beispiel, so eine Kämpferperson. Ich möchte mich nicht wegschicken lassen, sondern ich kämpfe regelrecht ums Überleben wieder einmal. Ich habe oft im Leben Situationen gehabt, wo ich halt eben ums, symbolisch gesprochen, ums Überleben gekämpft habe, weil es geht ja nicht nur um den Körper, der lebt, sondern es geht ja auch um die Seele, die leben soll. Und der soll es ja auch gut gehen. Und deswegen kämpfe ich auch immer so viel und versuche nicht aufzugeben, jetzt mit dem Thema mit der Klinik. Weil, ja, das ist genau das. Ich kämpfe halt ums Überleben, ums Leben dürfen, so wie es für mich gut ist. Ja, gut, das ist natürlich ein ganz heftiges Thema. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ich bin ganz entschieden gegen Abtreibung. Also für mich ist Abtreibung Mord, Punkt, Ende aus. Also
Es gibt ja jetzt diesen neuen Präsidenten in der USA, diesen Joe Biden, der ist so bei mir unten durch. Also eine Politik zu machen, die sich für die Abtreibung ausspricht, ist für mich echt das Allerletzte. So wie erstmal dazu. In diesem Sinne, danke erstmal fürs Zuhören, für dieses schwierige Thema und die Situation hier, die ich euch berichtet habe. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Bis dahin, eure Peggy.